Hallo und herzlich willkommen im Wald zu dem da, beziehungsweise der da, die war ja beides. Das ist eine alte Eiche, die hat man nicht etwa gefällt, wie man hier unschwer an der Situation mit dem Schrägstand erkennen kann, ist die von alleine umgeschmissen worden. Den Baum hätte auch keiner mehr gefällt. Die war tatsächlich so riesig und so hübsch anzuschauen, dass er dann aus der Forstwirtschaft schon rausgefallen ist. Die wäre hier also in Würde alt geworden, wenn da nicht vor circa 2 Jahren, vielleicht waren es auch 3, ein enormer Gewittersturm eines Sommers übers Land gefegt wäre und hätte erstens mir eine Tour versaut und zweitens, deswegen erinnere ich mich auch noch, die Erkenntnis reifen lassen, dass es gut war, an dem Tag nicht auf Tour gegangen zu sein, weil am nächsten Tag, als ich dann doch auf Tour gegangen bin, es war wirklich nur ein Tag mit enorm miesem Wetter, lag ein riesen Felsbrock auf dem Weg, den ich eigentlich entlang gehen wollte. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass der gerade just in dem Moment runtergekommen ist, wo ich gerade da vorbeigelaufen wäre, aber ja, diese Nacht bzw. dieser Gewittertag ist mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Und das andere Opfer ist diese Eiche hier, ne? Und das ist immerhin eine gute Gelegenheit für ein kurzes Video, da wir uns mal kurz angucken wollen, was denn mit dieser Eiche nun passiert ist. Und ja, für den Zwecke bin ich hier vorbeigestapft. So, wir sehen also hier mal den Wurzelhals. Also zunächst mal hat sich die Eiche sehr gut verwurzelt, sollte man meinen. All die verschiedenen Stränge in diverse Richtungen, das sieht schon eigentlich ganz gut aus. Auch nach unten hatte sie eigentlich hier eine relativ mächtige Wurzel ausgebildet. Da sieht man übrigens auch noch Reste im Boden. Und ja, was wir jetzt versuchen, ist mal rauszufinden, woran es denn gescheitert ist. Warum liegt der Baum jetzt, beziehungsweise liegt eben nicht mehr, warum fehlt er jetzt so rum, dass man das wertvolle Holz dieser Eiche abgeholt hat. Das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll. Das wäre Quatsch, quasi Ressourcenverschwendung gewesen, ausgerechnet so einen doch vergleichsweise noch wertvollen Baum dann da liegen zu lassen. Aber so, jetzt gucken wir mal hier in dieses Loch. Und wie ihr seht, seht ihr kaum Feinwurzeln. Ja, und da haben wir dann auch mehr oder weniger die Ursache. Das hat man natürlich jetzt nur so begrenzt ahnen können, dass es hier drunter so aussieht, wie es hier aussieht. Hier das da, ne? Das ist so der eine Ansatz, wo ein bisschen Wurzelholz noch weiter in die Tiefe gewachsen ist. Und ansonsten, das ist natürlich das Loch, wo sie sich aus dem Boden geschmissen hat. Wobei sie nicht in die Richtung gefallen ist, sondern in die andere. Also ist es ein bisschen sehr schwierig, jetzt heute noch nachzuvollziehen, wo da mal welche Wurzel gewesen ist. Wir haben hier in dem Bereich Feinwurzelmaterial. Heißt, das ist klein genug, also gerade diese dünnen Dinger da, um überhaupt noch Wasser zu transportieren, beziehungsweise Wasser noch aufzunehmen. Daran waren noch dünne, feine Wurzelhärchen und die nehmen dann letzten Endes wirklich das Wasser und die Nährstoffe auf, stehen in Symbiose zum Fußpilz, also zum Mykorrhizapilz, den ein Baum so hat, und da ging noch was. Hier drunter, da ging offensichtlich schon lange nicht mehr vieles und genau genommen nur sehr weniges wahrscheinlich, und tatsächlich fehlt hier einfach die Verankerung in die Tiefe, dass da keine ausgeprägte Wurzel nach unten zu finden ist. Und das ist insbesondere deswegen interessant, weil es sich hier um eine Eiche handelt und die normalerweise eine Pfahlwurzel ausbildet. Soll heißen, von der Mitte des Stammes aus sollte eine zentrale Wurzel tief nach unten gehen und den Baum erstmal in der Mitte sozusagen tief nach unten verankern. Das wäre so die Strategie einer Eiche. Das hat hier nicht so ganz geklappt, weshalb auch so ein Stück weit einfach erklärbar ist, wie breit auch der Wurzelansatz geworden ist, weil eben eine Tiefenverwurzelung mit der klassischen Pfahlwurzel hier nicht stattgefunden hat. Übrigens mal ein Größenvergleich, das täuscht immer so ein bisschen. Also hier ein Ben. Und ja, also wie gesagt, als Größenvergleich, das Ding war schon dick. Das war schon wirklich, wirklich dick. Das ist definitiv eine Rieseneiche gewesen. Und ja, und es ist halt auch bezeichnend, dass die Wurzeln hier, die Wurzelansätze, die sind tatsächlich abgerissen. Ne? Hier kann man das so ein bisschen sehen. Ne? Also da ist nichts
abgeschnitten worden oder ähnliches. Das ist echt abgerissen. Hier auch. Also abgebrochen, abgerissen, je nachdem, wie man das formulieren möchte, bedeutet, da war irgendwas im Boden auch schon nicht so ganz in Ordnung. Wir finden hier bereits auch erste Spuren von Pilzbefall. Das Holz selber ist zwar noch hart, wo das Holz dann noch auftritt, aber hier unten haben wir auch schon leichten Pilzbefall, den wir hier feststellen können, ist noch nicht sehr fortgeschritten, da dann schon wieder ein bisschen mehr. Der Baum liegt ja noch nicht lange, also eigentlich sollte hier noch wenig Pilzbefall zu erwarten sein. Tatsache ist aber hier einfach, es waren wenig Wurzeln da, da kann man das noch mal so ein bisschen sehen, die wirklich in die Tiefe zur Stabilisierung beigetragen haben. Genügend Wurzelmasse zur Aufnahme von Wasser muss der Baum ja gehabt haben, er hat noch gelebt, als er umgefallen ist. Und hier gingen die Wurzeln schon ein wenig in die Tiefe, aber es fehlt wirklich die tiefe Verankerung nach unten, soweit man das heute noch rekonstruieren kann. So, wir gucken mal von der anderen Seite. Ja, ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich in diesem Graben hier jetzt nicht rumkrieche und versuche, da noch unbedingt drunter zu schauen. Das ist einfach schwierig. Und ja, hier könnt ihr dann nochmal sehen, was das für ein Koloss gewesen ist. An der breitesten Stelle ist das ungefähr 1,50 Meter, nicht ganz, vielleicht 1,40 Meter, sowas um den Dreh, was die gehabt hat. Gesamtdurchmesser ist dann schon wieder schwer anzugeben, da halt eben hier diese etwas speziellere Stammform, und das ist halt Eiche, ne? Und wie man sieht, mit kleinem Loch in der Mitte, aber auch nur kleinem Loch in der Mitte, aber auch die Tatsache, dass da ein Loch ist, weist schon darauf hin, dass wir hier einen Pilzbefall hatten. Ich habe versucht, Jahrringe zu zählen, was erstens eine ganze Weile gedauert hat, was zweitens ziemlich mühsam ist. Gut, Jahrringe zählen kannst du am polierten Stammscheiben. An Sägefrischen sozusagen ist das dann eher schwierig. Übrigens, derjenige, der das dann abgesägt hat, war ein absoluter Profi. Das ist ein wirklich super glatter Schnitt, wenn man bedenkt, wie riesig dieses Ding hier ist. Große, große Leistung im Umgang mit dem Sägeschwert. Ne? Aber ja, davon abgesehen, ja, bin ich auf circa 300 und ein bisschen gekommen. Das bisschen ist schwer zu sagen, wie viel genau, da ja in der Mitte die Jahrringe fehlen bei dem kleinen Loch, und wahrscheinlich werde ich mich verzählt haben. Das hat man eigentlich fast immer, wenn man bei so großen Dingern da zählt, aber ja klar, 300 Jahre klingt im ersten Moment beeindruckend, ist es auch, ist eine sehr schnell gewachsene Eiche, wenn man bedenkt, wie dick die nach nur 300 Jahren ist, ist das hier ein bemerkenswertes Wachstum gewesen. Und ja, vielleicht ist das mit ein Grund und ein Indiz für eben den Zustand, warum sie umgekippt ist. Und wenn wir nämlich jetzt noch mal von der Seite auf die Wurzel gucken, Moment, ja, dann sehen wir vor allen Dingen hier, dass zwischen Wurzelstrang und Wurzelstrang hier dazwischen, das ist keine Erde, das ist Stein. Hier auch. Und das führt dazu, dass da das hier eine Steinplatte ist, die Wurzeln wahrscheinlich mehrere von diesen Steinplatten angetroffen haben, dann eben versucht haben, hier auch um diese Steinstruktur, auch das da, ne? Ja, das ist noch Erde, aber darunter kommt, ach, hier ist nochmal eine dicke Wurzel. Da, wo ich jetzt gerade drauf stehe, hier mit der Ferse, da ist nochmal eine dicke Wurzel zur Seite weg und auch hier. Und so weiter. Also in diesem Bereich, da war dann auch Zusatzbewurzelung vorhanden. Hier ist sie abgerissen worden, aber es ging kaum was in die Tiefe. Ja, und auch wo man die Tiefe dann mal sehen kann, seht ihr, hier kommt so ein verdächtiger Stein überall zum Vorschein. Worauf möchte ich hinaus? Auch hier, was hier rausgerissen wurde, ziemlich steinreich. Da ist natürlich schon noch Feinmaterial dabei. Und wo auch immer dieser Ziegel da jetzt, dieser Dingerich daherkommt. Aber viele Platten im Boden, wirklich viele, viele Platten. Und ja, jetzt müssen wir mal ins Loch gucken. Ja, dieser Knubbel da. Der da, das könnte vielleicht fast sogar die Pfahlwurzel sein, weil ich tatsächlich mich schwer tue, hier andere Formen von größerem Wurzelwachstum überhaupt zu entdecken. Und naja, aber jedenfalls ist diese sehr glatte Fläche, die wir hier an der Decke sozusagen sehen können, schon verdächtig, dass da eine zentrale Durchwurzelung direkt unter der Eiche, die dann halt eben auch als
zentraler Nagel sozusagen funktioniert hatte. Die ist nur sehr, sehr begrenzt vorhanden und sollte dieser Restklumpenwurzel hier tatsächlich das Überbleibsel der Pfahlwurzel sein, dann ist die auch nicht besonders stark ausgeprägt, nicht mehr weitergewachsen, schon längere Zeit abgestorben offensichtlich und hat nicht allzu sehr zur Verwurzelung beigetragen. Hier ist übrigens auch nochmal, das könnte auch, ja, das ist ein Stück der Wurzel, mit der sie sich dann ein Stück weit nach unten abgestürzt hat. Auch da ist viel weggebrochen. Hier ist noch ein bisschen Wurzelmaterial, was weggebrochen ist. Ja, und jetzt gehen wir doch mal ein paar Schritte hier runter. Warum machen wir das? Weil wir dann sehen können, der Baum lag. Puff, ne? Da. Und hat hier in diese Schneise, ja, diese Schneise quasi geschaffen. Ne? Da ist er reingekracht und da musste man jetzt eben beim Versuch, das hier irgendwie wieder rauszukriegen, das ganze Holz, hier eben auch ein wenig mit schwerem Gerät dann unterwegs sein. Das sieht jetzt teilweise schlimmer aus, als es ist. Bodenverwundung hält sich in Grenzen. Man kann hier auch gar nicht allzu viel Boden verwunden. Dafür ist gar nicht genug Boden da. Und jedenfalls hier reingekracht ist dann unsere Eiche. Hat bei den Randbäumen den einen oder anderen Kollateralschaden verursacht. Gerade bei den etwas kleineren. Hier ist was kaputt, da ist definitiv ein bisschen was kaputt. Und hier am Rande auch ein bisschen was kaputt. Da in der Krone gab es Verluste. Aber als sie dann da mal drin lag, dann war der Schaden dann doch nicht ganz so groß, wie ich das ursprünglich mal vermutet hätte. Wir haben aber nichtsdestotrotz, tada, ein großes Loch, was die Eiche hinterlässt. Und darum geht es mir eigentlich, dass ich euch mal zeigen wollte, was denn passiert, wenn ein riesiger Altbaum umfällt, dann gibt es ein Loch. Und zwar in diesem Fall wirklich, wirklich ein großes Loch. Das sieht auch gerade von vorne von der Waldstraße, die ist dann hier, sieht das nochmal größer aus, wenn man von da runter guckt. Das zeige ich euch auch gleich. Und damit ist das Ende eines Baumriesen, auch wenn er nur in Anführungszeichen 300 war, was von der Eiche ja noch nicht ein unendlich fortgeschrittenes Alter ist, trotzdem auch immer eine Chance für alle anderen Bäume, die am Rand stehen, jetzt zu versuchen, dieses Loch zuzumachen, so sie dann gesund genug sind, um das zu tun. Ja, und außerdem die direkten Randbäume hier in dem Bereich und in dem Bereich, die waren zum Teil auch niedriger als Eiche hier. Und dadurch, dass Eiche hier jetzt eben weg ist, haben auch die Randbäume jetzt eben eine Chance, noch höher zu wachsen und werden nicht mehr von der Eiche beschattet und kriegen nun ihre eigene Gelegenheit, eben ihre Krone in unsere Lichtung hier hinein zu entwickeln. Das ganze Loch hier ist kein Kahlschlag im ökologischen Sinne. Das könnte man auch mal kurz definieren. Wenn das hier ein Kahlschlag wäre, müsste das Loch größer sein als eine Baumlänge der nebendran stehenden Bäume. So. Und das täuscht also ein bisschen durch die Perspektive der Kamera. Aber wenn wir so einen Baum hier jetzt als Beispiel für nebendran stehenden Baum nehmen und den jetzt umwerfen, ja, dann trifft er mich noch locker, voll auf den Hut. Und hinter mir ist zumindest die primäre Kahlfläche auch schon wieder vorbei. Lediglich dieser Korridor, wo dann die Eiche eben reingekracht ist, der macht sie dann noch mal länger. Wenn man also von da hinten bis nach da nimmt, das ist schon länger als eine Baumlänge, aber hier die seitliche Ausprägung und die durchschnittliche Dimension unseres Lochs, da haben wir eben noch nicht das Kahlflächenklima, weil eben noch kürzer bzw. kleiner als eben die umgebende Baumlänge. Ne? Also das nur mal so grob zur Orientierung, wann hat man eine Kahlfläche und wann nicht. So, und welche Pflanzen profitieren jetzt hiervon? Na, zum Beispiel hier dieser Spinat. Dieser Spinat ist kein Spinat, sondern Digitalis purpurea, der rote Fingerhut. Hochgradig giftig, sollte man also nicht mit Spinat verwechseln. Und das ist eine sehr spannende Pflanze, nämlich ein Therophyt. Ich schreibe euch mal unten, wie man das schreibt, hin, weil ich weiß auch gar nicht, ob ich das Therophyt wahrscheinlich eher auszusprechen. Das bedeutet, die überdauert nur in Form von ihren Samen und ist sofort zur Stelle, wann immer irgendwo genügend Licht auf den Boden kommt, ein Loch im Walde entsteht und massiver Lichteinfall stattfindet. Sie ist nämlich ein Lichtkeimer, das heißt, der Samen liegt rum,
bis Licht da ist. Und wenn Licht da ist, beginnt der Samen zu keimen. Und der liegt verdammt lange rum, wenn es sein muss, bis dann halt mal endlich das Licht ankommt. Weshalb auf jeder Kahlfläche irgendwo im Wald, völlig unabhängig davon, ob es nebendran noch eine Kahlfläche gibt, wo dann Samen vom roten Fingerhut produziert werden, sind sie trotzdem immer da, weil der Samen wirklich über viele, viele sehr, sehr lange Zeit eben keimfähig am Boden rumliegt und einfach darauf wartet, dass dann mal das Licht da ist. Und erst dann setzt die Keimung ein. Therophytensamen generell enthalten ganz, ganz wenig Wasser, sind daher kaum irgendwelchen bakteriellen oder generell mikrobiellen Abbau unterworfen und keimen immer erst dann, wenn eben das Licht da ist. Beziehungsweise das Licht setzt den Keimungsprozess in Gang. Damit wird Wasser aufgenommen. Mit der Aufnahme von Wasser kann dann die eigentliche Keimung erfolgen und schwuppdiwupp kriegt man hier diese lustigen Fladen, diese grundständigen Blattrosetten, die dann da eben überall aus dem Boden kommen und wirklich flächendeckende Fingerhutdickichte aufbilden können. Die Pflanze wird dann nur noch 2 Jahre alt, nachdem sie teilweise jahrzehntelang rumgelegen ist. Man darf übrigens nicht drauf treten, sie steht unter Naturschutz. Ich bin auch noch nicht drauf getreten. Ich gebe mir große Mühe, nicht drauf zu treten. Und bildet dann die charakteristische rote Blüte, die man kennt, aus, aber nicht im ersten Jahr, sondern erst im zweiten Jahr und danach stirbt sie dann langsam ab. Erst der Blütenstand, später der Rest von der grundständigen Rosette, aber die Pflanze wird nicht älter als 2. Jedenfalls nicht. Normalerweise hin und wieder soll es angeblich auch schon eine gegeben haben, die 3 und älter geworden ist, aber weiß nicht, ob das nicht vielleicht nur ein Gerücht ist. So, ja, und damit haben wir uns die paar Details hier schon angeguckt. Im Übrigen, wenn unter der Eiche schon sowas stand wie das hier, ne, das offensichtlich gut geschmeckt hat, ist nämlich verbissen wie Sau. Ja, ich weiß nicht, inwiefern man das mit meiner kleinen Kamera hier gut erkennen kann, aber wir haben hier überall abgebissene Triebe, als wäre man da fast schon mit der Heckenschere hin. Ja, neben der Gelegenheit für diverse Bäume, die drumherum stehen, hier wieder alles zuzuwachsen, bietet sich jetzt natürlich auch die Möglichkeit für überlebendes Grün, das den Riesenfall überstanden hat, auch nach oben zu wachsen. Wäre er jetzt schnell, könnte es zum Beispiel der Ilex aquifolium hier versuchen. Nur leider ist er nicht schnell. Dementsprechend wird er wohl kaum flotter oben sein als beispielsweise hier seine Nachbarin, die Buche, die kleine Buche, im Schatten ihrer Mütter und Väter ursprünglich ein karges Dasein fristen musste. Jetzt aber, wie man gerade sieht, sie erstrahlt förmlich, auf einmal Licht hat und wahrscheinlich jetzt in Kürze für Buchenverhältnisse sehr, sehr flott nach oben schießen wird und eben schon mal beginnt, hier in die Fläche hinein sich auszubreiten. Kurz zur Orientierung, wir stehen auf der Seite vom Stamm, ne? Und auch eine junge Tanne, diese hier zum Beispiel, die das Glück hat, hier direkt schon in der Fläche zu stehen und weiterhin das Glück hat, dass sie nicht genau in der Fahrspur vom Versuch, die Eiche hier rauszukriegen, steht, sondern dazwischen, dürfte auch sie eine gute Chance haben, hier sich jetzt zu etablieren, nach oben zu wachsen. Und dann kriegen wir hier ein wunderschönes Tannenbäumchen. Die ist auch bisher noch nicht mal verbissen worden, hat also wirklich gute Chancen, jetzt richtig nach oben zu schießen. Das ist auch die Ökologie der Tanne. Die Tanne, ne, Weißtanne, Abies alba, die wartet nur drauf, dass sie, während sie im Unterstand vor sich hin wächst, ganz gemütlich, ganz langsam, dass dann plötzlich auf einmal der Oberstand wegbricht, so geschehen, und legt dann volle Kanne los, als wäre es ein junges Bäumchen, auch wenn die vielleicht schon deutlich älter ist, als sie aussehen mag, weil sie eben im Unterstand so lange drauf gewartet hat, dass die alte nebendran endlich mal umfällt. Ja, und dann geht sie jetzt volle Kanne los. Also ich werde mal die Fläche auf jeden Fall in Beobachtung halten, wie sich das hier entwickelt, wie das hier zuwachsen wird. Und zum Schluss nochmal, wo ist denn das jetzt Problem? Warum hat die Eiche keine vernünftige Wurzel ausgebildet? Warum konnte sie von einem simplen Gewitter umgeschmissen werden? Ist sie vom Blitz getroffen worden? Nö, wahrscheinlich nicht. Und gab es unglaubliche Sturmböen, die sie umgeworfen haben? Nö, wahrscheinlich nicht. Weil wenn das hier wirklich ein Riesensturm gewesen wäre, warum steht denn da hinten dann noch alles? Das ist nämlich noch weiter oben am Berg. Insbesondere das da hinten, das sind Douglasien. Die sind eigentlich erheblich sturmwurfgefährdeter als Eichen. Also jetzt nicht besonders, aber doch erheblich mehr als bei Eichen der Fall. Und
Ich hoffe, es sind wirklich Douglasien. Ja, doch, sind es. Und ja, auch sonst hier, ne, wenig Schaden. Auch in den Kronen der anderen Laubbäume, der anderen Eichen hier, da hat es auch wenig Äste weggerissen. Also es ist erstaunlich mäßiger Schaden durch diesen Sturm entstanden. Aber diese gigantische Eiche ist eben umgestürzt. Und das können wir wirklich nur damit erklären, dass sie tatsächlich individuelle Probleme mit der Wurzel gehabt hat. Sonst wäre die nicht in diesem Ausmaß eigentlich nicht mehr umzuwerfen. Und schon gar nicht von einem simplen Gewitter, das noch nicht mal Orkan-Level erreicht hat. Also es war schon ein heftiges Gewitter, aber es ist bezeichnend, dass nur dieser eine Baum sozusagen in der Nacht, zumindest in der näheren Umgebung, nur dieser eine Baum umgefallen ist. Ja. Wurzeldeformationen, wie man sie hier drunter eben auch hat sehen können, beziehungsweise als schlicht und ergreifend fehlende Wurzel, liegen unter anderem daran, dass man eben früher Bäume größtenteils noch gepflanzt hat. Jetzt weiß ich nicht, ob die Eiche noch eine Pflanzung ist oder schon Naturverjüngung. Beides denkbar, aber in dem Alter, in dem wir sie hier angetroffen haben, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass man da noch nachgepflanzt hat, dass sie sich auch in der Nähe des Weges befindet. Wäre dann auch logisch bei gepflanzten Bäumen. Oder gesät wurde, ja, wahrscheinlich vielleicht doch eher auch gepflanzt. Auch schon vor 300 Jahren hat man bereits Eichen hin und wieder mal gepflanzt. Ja, und das ist möglicherweise ein Problem, weil Pflanzen eben zu Wurzeldeformationen führen kann. Das ist insbesondere dann ein Thema, wenn eine Pflanze vorhat, besonders alt zu werden, dann wird das dann irgendwann im Alter, insbesondere mit Zunahme der Masse, der eigenen Körpermasse, immer mehr zum Thema, wenn in der Jugend eben die Wurzel nicht richtig Fuß fassen konnte, beziehungsweise Wurzel fassen konnte, es ist ja kein Fuß. Oh. Und das ist gerade bei Bäumen mit einer Pfahlwurzel wie eben der Eiche wichtig, wenn sich die Pfahlwurzel nicht perfekt verankert und ihren Weg durch den Boden sozusagen findet, dann würde die Eiche normalerweise gar nicht mehr großartig alt werden. Wenn man sie aber pflanzt, also künstlich an einen Ort setzt, den man für geeignet hält, dass sie da wachsen kann, dann wächst sie da meistens auch, weil der Ort halt tatsächlich günstig ist. Ob sie da aber es geschafft hat, ihre Wurzel richtig unterzubringen, so wie sich das gehört, ist nochmal eine andere Frage. Zumal ein Baum grundsätzlich nicht darauf ausgelegt ist, aus der Erde gerissen zu werden und woanders wieder eingepflanzt zu werden. Das kommt in der Natur selten vor. Ja, bei ganz wenigen Arten gibt es das tatsächlich, dass die dann im Auwaldbereich stehen und vom Hochwasser ausgerissen werden und woanders angeschwemmt und sich neu verwurzeln. Aber auch da werden sie nicht gepflanzt, sondern da verwurzeln sie sich aus der Angeschwemmt-Situation heraus. Also es ist einfach in der Ökologie nicht vorgesehen, Bäume aus dem Boden zu reißen und woanders wieder reinzustecken. Jetzt will ich hier gar nicht den Hardliner Naturphilosophen machen, sondern darauf hinweisen, Pflanzen ist manchmal notwendig, insbesondere wenn man Bäume wo einbringen möchte, wo sie fehlen. Wenn du jetzt in diesem Wald hier, der ist übrigens ein sehr, sehr guter, sehr gut gepflegter, hervorragender Wirtschaftswald, trotzdem sehr artenreich, beste moderne Forstwirtschaft, das ist also wirklich absolut vorbildlich hier. Dauerwaldartige Strukturen, das dauert noch ein bisschen, bis die noch dauerwaldartiger werden, aber wir sind schon recht nah dran und die Entwicklung ist wirklich absolut vorbildlich, da kann man überhaupt nichts dran aussetzen, aber ja, eben die Altreste noch aus Pflanzung, fast alles andere, was wir da drüben sehen können, ist ausnahmslos Naturverjüngung, dieser schöne Wald da hinten, ja gut, klar, die dicken Douglasien sind natürlich auch noch gepflanzt, da geht es einfach nicht anders, wie kriegt man einen kalifornischen Baum nach Deutschland? Deutschland mit Naturverjüngung, ja, das könnte ein bisschen dauern, bis die über den Atlantik kommen, über die komplette USA und dann über den Atlantik oder alternativ über den Pazifik und dann komplett durch Asien und ja, lassen wir das. Also hier war Pflanzung definitiv die notwendige Wahl für Douglasien, für Eiche eigentlich nicht, aber vor 300 Jahren dachte man halt noch anders als heute. Pflanzung war auch spottbillig, was hat Personal schon gekostet, das war völlig egal und während heute Pflanzungen durchaus so teuer geworden sind, dass man wann immer nur irgend möglich Naturverjüngung mitnimmt. Ich will jetzt gar nicht zu sehr an Pflanzung rumschimpfen. Wie gesagt, manchmal ist es nötig, aber es kann dann auch mal eben Spätfolgen noch entwickeln, die man gar nicht kommen sieht. Wahrscheinlich wäre der natürlich keimende Baum hier an dieser Stelle entweder besser verwurzelt gewesen oder er wäre da gar nicht alt geworden. Das ist nämlich das Nächste. Ne? Das ist eine natürliche Selektion, die dann greift und einfach die Orte, an denen jetzt nicht der richtige Baum für den richtigen
Quadratzentimeter Boden steht, beziehungsweise gerade keimt, die richtige Eichel an der falschen Stelle oder die falsche Eichel an der richtigen Stelle. Egal, wenn das nicht zusammenpasst, dann schlägt die natürliche Selektion zu und die junge Eiche wird halt einfach nicht alt. Der Tod sorgt für Gerechtigkeit in gewisser Weise, beziehungsweise sorgt für Ordnung und sorgt dafür, dass, da kommt jetzt wieder Onkel Darwin durch die Ecke, um die Ecke und weist darauf hin, Survival of the Fittest. Braucht noch einen längeren Bart, damit ich den Darwin besser geben kann. Der besten angepassteste setzt sich durch. Das heißt nicht der stärkste, das wurde immer falsch übersetzt ins Deutsche. Er meinte, der angepassteste setzt sich durch, nicht der strongest, sonst hätte er ja Survival of the strongest gesagt. Hat er aber nicht, hat the fittest gesagt. Und dementsprechend, ja, greifen wir dem vor, wenn wir einen Platz zum Pflanzen auswählen. Der kann mal gut sein, der kann mal schlecht sein. In jedem Fall weiß die Wurzel dann nicht mehr genau, wie ihr geschieht, weil sie rausgerissen wurde und jetzt plötzlich nochmal aufs Neue sich orientieren soll, wo eine Eiche denn bitte jetzt wieder ihre Pfahlwurzel hinstecken soll. Nachdem sie doch schon mal zum ersten Mal beim wirklichen Keimen in der Baumschule oder in dem, was man damals als Baumschule hatte, da ist sie ja auch schon mal gekeimt. Ja? Und da hat sie ja schon die optimale Fassung und die optimale Wuchsrichtung für ihre Wurzel festgelegt. Und plötzlich reißt du sie raus und steckst sie irgendwo anders rein. Und wie gesagt, vor 300 Jahren wusste man auch noch nicht so genau, wie man gepflanzt hat. Es gibt Beispiele, dass das wunderbar funktioniert. Es gibt Beispiele, da hat es nicht so gut funktioniert. Und viele, viele Beispiele dazwischen, wo der Baum eben überhaupt nicht so alt geworden ist, dass er überhaupt als Methusalem dann irgendwann mal umfallen konnte. Methusalem für eine Eiche bei 300. Da möchte ich noch nicht Methusalem sagen. 300 ist natürlich trotzdem beeindruckend, werde ich wahrscheinlich nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht, wobei, wenn ihr ganz jung seid, findet man vielleicht noch was, bevor ihr ganz alt seid, das dafür sorgt, dass ihr doch 300 werdet. Mein Beileid, das mit dem Tod, wie gesagt, der ist nicht ganz unwichtig. Ne? Egal, lassen wir das. Und das ist es im Grunde gewesen. Ja? Also ein Plädoyer für Naturverjüngung. Naturverjüngung immer der bessere, stabilere, länger werdende, älter werdende, höhere Lebenserwartung habende Wald. Letzteres können wir zwar noch nicht hundertprozentig beweisen, das liegt einfach daran, dass früher zu viel gepflanzt wurde und wir noch gar nicht so viele Naturverjüngungswälder haben, um dann vernünftigen Vergleich herstellen zu können, ob Naturverjüngungswälder grundsätzlich älter werden, rein von der Lebenserwartung, wenn man sie alt werden lässt. Das ist das Nächste, wenn man sie nicht frühzeitig umschneidet, was sinnvoll ist, weil wir Holz brauchen. Aber Versuchsflächen, wo man eben beides vergleichen kann, gibt es zwar, aber da wird es noch ein paar Jährchen dauern, bis wir da mal fundierte Ergebnisse haben. Aber die Vermutung liegt auf jeden Fall nahe, dass wir solche Wurzeldepressionen oder Wurzeldeformationen oder falsches Wurzelwachstum in irgendeiner Form häufig eben bei gepflanzten Bäumen erleben dürfen. So, das muss aber jetzt nicht heißen, dass das nicht ein toller Stamm jetzt ist, der jetzt nicht besonders wertvoll ist und irgendwo für wahrscheinlich Toppreise versteigert wird, um daraus ein hervorragendes, tolles Holzprodukt herzustellen, das dann irgendeinem sehr, sehr langfristigen Zweck zugeführt wird und einen Haufen CO2 sehr lange bindet. Ja? Ist also nicht nur traurig. Und wie gesagt, die Größe des Lochs hier, die ist noch überschaubar, auch wenn es wirklich faszinierend ist, wie riesig so ein Loch nach dem Fall eines solchen Giganten oder einer solchen Gigantin, beides, ne, immer diese Zwittrigkeit, die verwirrt schon ziemlich. Ja, ist. Ende. So. Ich hoffe, ja, doch, Ende. Ende. Passt. Sollte ja ein kurzes Video sein. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal.